Ich begrüße Sie zu diesem Nachmittag. Wir haben heute bereits eine Vielzahl von Vorteilen für die Wahl eines Daches als Gründaches gehört und auch die Bewertung hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien nach beim nachhaltigen Bauen. Wir als Firma Jakon möchten Sie heute hier an dieser Stelle mitnehmen auf die Reise in die nähere, aber auch fernere Zukunft und einfach mal das systembegrüntes Umkehrdach etwas weiterdenken und Ihnen auch in Anbetracht des Klimawandels die grünen Dächer interessant gestalten. Charles Darwin hat einmal gesagt, nichts im Leben ist beständiger als der Wandel. Und nun trifft das doch auch eigentlich auf unser Dach zu. Im ursprünglichen Sinne hatte das Gründach oder das Dach allgemein hier unten in der ersten Bildung ja nur eine raumabschließende Funktion, bot Schutz gegen Witterung. Dann entwickelten sich unsere Baukörper weiter und natürlich auch unsere Dächer. Sie wurden, bekamen mehr gestalterische und auch funktionale Anforderungen. Das heißt, unsere Baukörper, wie in der Mitte, sehen ganz anders aus. Und das Dach wurde eher ein Flachdach und bot natürlich hier Möglichkeiten, technische Anlagen aufzusetzen beziehungsweise Aufenthaltsfläche zu schaffen. Wo geht die Reise weiter hin? Nun gucken wir uns einfach mal das rechte Bild an. Evolution ist Entwicklung. Und hier haben wir also einen Ansatz, wo das Dach nicht nur einen gestalterischen und funktionalen Charakter hat, sondern hier wird das Dach zu einer Erlebnisfläche. Das Objekt ist in Singapur, das ist das Marina Resort B. Und hier haben wir drei Hoteltürme mit jeweils 55 Stockwerken. Unten eine relativ geringe versiegelte Fläche und oben haben wir auf 191 Meter einen Riegel, der diese drei Baukörper verbindet. Hier entwickelt sich nicht nur technische Anlagen auf dem Dach, sondern Lebens- und Erlebnisräume. Also, Herr Huber, Sie hatten recht. Also diese Dachfläche, diese Dachterrasse in der Höhe auf 191 Meter ist ca. 350 Meter lang und 40 Meter breit. Hier können sich die Gäste, 3.900 Personen haben dort Platz, in einem tropischen Landschaftshain entspannen. Sie können aber genauso in einem 140 Meter langen Pool ein Bad nehmen, sich erfrischen oder auch einfach nur den Ausblick genießen. Das sind wahrscheinlich die Dächer der Zukunft, so wie hier in Singapur. Ein weiteres Beispiel, Dallas, USA, weniger groß, aber dennoch glamourös, ein Pool hier in einem Luxushotel, ragt etwas über die Fassade hinaus und hier wird also eine Poollandschaft auf dem Dach gebaut. Das ist natürlich Dallas, USA, Singapur, das sind Regionen, Superlative, die sind für viele weit weg. Wir sind hier in München, aber dennoch kann ich bestätigen, auch ich saß schon mit Planern und Verarbeitern an Tisch, zum Beispiel in Berlin, wo auf Umkehrdachdächern so ein Pool realisiert wurde. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Tokio, die Süddeutsche Zeitung betitelt es Wahnsinn, Metropole des Wahnsinns. Hier steht auf einem sechsgeschossigen Gebäude eine Achterbahn. Ein Kirmesbetreiber hat hier also das Vergnügen aufs Dach gehoben und die Nutzung entgegen anderer Dächer hier einfach mal anders dargestellt. Anderen Seite der Erde wieder, New York, das hatten wir heute in ähnlicher Form von Herrn Krüger, glaube ich schon, Urban Farming. Hier hat also, was unweigerlich mit dem Erdboden verbunden ist, hat also einen Weg aufs Dach gefunden. Ein altes Armeegebäude, das Dach ist ungefähr Fußballfeld groß, wird hier zu einem Acker umfunktioniert und seit 2010 ernten wir hier werden hier biologisch Gemüse und Obst angebaut und an den umliegenden Restaurants oder auf den Märkten vertrieben. Also an diesen Beispielen, die Bilder sind bereitgestellt von Firma OptiGrün, können Sie erkennen, wohin der Trend und die Entwicklung zu unserer Dächer, unserer Flachdächer speziell geht und dass nicht nur Erlebnis, sondern auch Lebens- oder Erlebnisräume gestaltet werden, sondern das Dach immer mehr Funktionen kriegt, Aufenthaltsfläche, Sport, Familie, Freizeit, Erholung und so weiter. Was bedeutet das nun für die Gebäudeplanung? Nun, das spüren wir eigentlich heute schon, dass
nicht nur Gebäudeplanung alleine isoliert da steht, sondern Stadtplanung und Landschaftsplanung immer weiter ineinander übergreifen. Das heißt also, nicht nur die Gebäude ändern sich, sondern auch die Planungsprozesse ändern sich. Wir reden inzwischen auch von sogenannten BIM-Planungsprozessen. BIM, Building Information Modeling, das heißt also, die Planung geht nicht nur über die Ausführung oder Planung und Ausführung hinweg, sondern guckt auch weiter in die Zukunft. Das bedeutet also auch in die Nutzung, eine Umnutzung oder eventuell auch in, oder sowieso in die Verwaltung von Gebäuden. Wieso solche Planungsprozesse nicht nutzen, um auch bauliche Reserven abzubilden oder sogar Präventivmaßnahmen einzuplanen, bewusst einzuplanen, die dem Klimawandel entgegenwirken können. Alles befindet sich im Wandel und so eben auch die Planungsprozesse. Und betrachten wir einfach unsere Gebäude, die wir haben, Fassade, Fenster, das nächstgrößte Bauteil, an dem man stellen kann, das ist das Dach. Und somit bekommt das Dach einen viel höheren Stellenwert. Ja, eigentlich mal so interessante Ansätze und Ideen. Umkehrdach in den Mittelpunkt gerückt. Ich habe Ihnen einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Links das Foto aus Wismar. Das ist das Hanseklinikum Wismar, der Neubau einer Erwachsenenpsychiatrie. Und das ist ungefähr vor 5 Jahren fertiggestellt worden. Bei diesem Objekt hat man sich bewusst für ein Umkehrdach entschieden und auch bewusst entschieden für ein Umkehrdach, weil eventuell eine Aufstockung dieses Gebäudes erforderlich wird. Damals noch bekiest. Warum kann man nicht einfach, wenn tatsächlich der Bedarf weiter wächst, zukünftig diese Aufstockung wählen und für die Patienten oder auch für die dort beschäftigten Pfleger oder das Personal auf dem Dach nicht mehr dieses Grau installieren, sondern eine Landschaft und diese Wohnumfeld- oder Patientenumfeldverbesserung hervorrufen. Ein Umkehrdach aus unserer Sicht bietet hier eine optimale Basis, um solche Nutzungsänderungen herbeizuführen. Denn wie Herr Huber auch schon sagte, haben wir mit XPS-Dämmstoffen hohe druckbelastbare Dämmstoffe auf dem Dach. Sie können hier also 13 bis 25 Tonnen Last auf den Quadratmeter aufbringen und das ermöglicht einiges an Umnutzungen perspektivisch. Ja, wo führt uns die Zukunft weiterhin? Ich glaube, das ist eigentlich alltäglich. Immer neue, höhere energetische Anforderungen ereilen uns. Im Moment sind wir bei der NF 2016, das bedeutet U-Wertanforderung von 0,20 für Wohngebäude. Das ist also die derzeit geltende Mindestanforderung des Gesetzgebers. Häufig ist es aber doch so, dass Investoren, Bauherren verstärkt auf Förderprogramme zurückgreifen, das heißt KfW 55, KfW 40 Förderungen und hier deutliche Reduzierung auch für das Bauteil Dach erforderlich werden. Wir reden hier so bei U-Werte 0,16 bis 0,12. Teilweise werden sie auch schon unterschritten, die dann erforderlich werden. Und uns steht die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie 2020 bevor. Das heißt also, wir erwarten nochmal zusätzliche Verschärfungen, die auf uns in der Gebäudehülle und somit auch im Dach bevorstehen. Und dann stellen wir uns einfach schon, also das ist jetzt schon Realität, wenn ich jetzt an meine Beratungstätigkeit denke, ich bin auch im Hamburger Markt unterwegs, da kommen also auch aktive, die Planer, Bauphysiker, auch die Bauherren auf uns zu und sagen, Mensch, das sind unsere Zwänge, unsere Außenwand soll ein gewisses Maß an Dicke nicht überschreiten. Wir sind bei den Fenstern schon bei der Dreifachverglasung, haben sozusagen die natürliche Grenze erreicht und wir möchten jetzt eigentlich gucken, mein Bauherr sagt, guck doch mal, ob wir das nicht alles im Dach unterbringen, da oben ist noch Platz. Das heißt, die U-Wertanforderungen liegen jetzt schon bei 0,1, also deutlich höher als bei der KfW 40-Förderung. Und da fragen mich die Bauphysiker, Frau Penschef, wie kriegen wir das hin in der Kombination mit einer Dachbegrünung? Ja, und deswegen müssen wir uns auch tatsächlich die Frage stellen, was passiert mit unseren Umkehrdächern zukünftig? Dämmen wir doppelt? Dämmen wir sogar dreifach? Wie dick ist unsere Stahlbetondecke gegenüber der aufgebrachten Wärmedämmung? Wie sieht das aus? Ist das noch ästhetisch
Wie lösen sich die Teilpunkte? Wären Umkehrdächer generell noch gebrauchstauglich, muss man sich wirklich mal fragen. Wir haben eine Antwort und dieser heißt ja, auf jeden Fall. Wir werden auch in Zukunft Umkehrdächer bauen. Aber wir müssen es anders machen. Und unsere Philosophie ist, weniger ist mehr. Und einfach zu überlegen, wie kommen wir mit einem vertretbaren Maß an Aufwand und damit mit einem vertretbaren Maß an Wärmedämmung aus und können das Gleiche erreichen. Und das Ergebnis aus diesem Gedankenansatz ist bei uns die Entwicklung des Produktes Yakodo Plus. Yakodo Plus haben wir in Dicken bis 320 mm für eine einlagige Verlegung. Und wir haben also überlegt, wie kriegen wir den Lambda besser weiter runter, also besser reduziert. Der Lambda ist hier 0,027 und somit können wir heute schon den technischen Standard von morgen erreichen. Oder wir haben eben die Möglichkeit, geringere Aufbauhöhen zu realisieren. Das ist ein besonders energieeffizientes Produkt, das hier optimal auf eine Gebäudehülle einwirken kann. Und das hat auch die DGMB erkannt, denn die DGMB hat hier gestern auf dem Stand dieses Produkt mit einer Auszeichnung versehen. Sie finden es auch im DGMB-Navigator und so verschaffen wir als Hersteller auch Transparenz über den Inhalt und über die Wirkung dieses Baustoffes. Um es für Sie für etwas anfassbarer zu machen, vielleicht einfach mal ein Berechnungsbeispiel. Eine Dachfläche 2000 Quadratmeter, U-Wertanforderung 0,14. Ich habe Ihnen hier auf der rechten Seite einfach mal die U-Werte in der jeweiligen Dicke ausgerechnet bei Dachbegrünung. Während wir bisher so konventionellerweise bis 340 mm aufs Dach bringen mussten, um diese Anforderung zu erfüllen, können wir das Gleiche jetzt mit 220 mm Yakodo Plus erreichen. Das bedeutet also bei einer Dachfläche von 2000 Quadratmeter eine dicken Einsparung von 120 mm. Das wiederum auf die Fläche gerechnet sind das 240 Kubikmeter. 240 Kubikmeter für alle, die so ein bisschen Vorstellungskraft brauchen. Auf einem LKW schaffen wir 80 Kubikmeter auf die Baustelle. Und das bedeutet, 240 Kubikmeter sind 3 komplette LKWs. Es ist also nicht nur Warenwert, der dort reduziert wird, sondern das ist auch ganz klar, das sind die 3 LKWs, wenn wir alle in Urlaub fahren, die nicht vor unserer Nase unterwegs sind. Und das ist doch ein toller Ansatz. Ja, und nicht nur das, sondern wenn man die Kette einfach weiter spinnt, es bedeutet für uns in der Produktion weniger Rohstoff, weniger Energieeinsatz, weniger Verpackung. Das bedeutet auch für den Verarbeiter weniger Materialeinsatz, weniger Verschnitt und weniger Entsorgung. Ja, und wir sehen das ganze Klimawandel, das heißt also auch die Planungsprozesse ändern sich. Wir müssen auch an Nutzungsänderungen denken, wir müssen an Energieeffizienz weiter denken, aber man kann auch einfach mal den Faden weiter spinnen, woran wir noch denken können. Vielleicht müssen wir unsere gesamten Gebäude überdenken. Denn früher sahen unsere Dächer so aus wie rechts im Bild. Heute haben wir verstärkt diese Baukörper, die in der Mitte zu finden sind. Und warum nicht so wie in Singapur oder ähnlich hier überspitzt dargestellt, die Pyramide auf den Kopf gedreht, heißt unten weniger Flächenversiegelung, aber oben Platz für Dachräume, Erlebnisräume, aber auch für Regenwassermanagement. Wir haben heute auch schon gehört, die Entwicklung dann von Retentionsdächern, die anstehen. Also auch den Planungsansatz mal ganz anders zu wählen, nicht wie zu sagen, so schnell das Wasser wie möglich vom Bauwerk wegzubekommen, sondern einfach zurückzuhalten, zu speichern, verzögert einzuleiten. Und das ist vielleicht einfach mal ideengebend, unser Aspekt hier dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ja, ein Zitat noch zum Schluss. Wie zum Anfang schon gesagt, nichts ist beständiger wie der Wandel, aber hier, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, es ist nicht die intelligenteste, es ist die, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Und so sehen wir auch die Zukunft im Umkehrdach. Herzlichen Dank.